Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und hier ist Walli mit seiner Gruppe und unserem kleinen Lindwurm-Baby. Guck mal, wie es hier lustig hin und her flattert. Jetzt versteckt es sich ein bisschen hinter der Mauer. Wir brauchen noch einen Namen, also Vorschläge sind willkommen. Unser Hund heißt ja Asra, haben wir mal kurz um die Ecke geschickt oder nach oben. Es wartet oben auf uns in der Schlosshalle. Und wir wollten, oh, ich sehe hier schon eine Leiche liegen. Wow. Warum sehe ich das schon? Egal. Wir wollten jetzt schlafen, rasten. Das ist wichtig. Das tun wir jetzt. Ihr seht das Lagerfeuer dort. Wir reden über Lindwürmer, von denen wir schon 6 besiegt haben und sind wieder erholt und frisch für den nächsten Kampf und sollten speichern und dann in den Schleichmodus gehen. Und was ist? Walli findet auch sofort etwas. Sehr schön. Und wer hätte es gedacht, Rastvorräte und eine gute Keule. Immerhin eine gute Keule. Aber ich glaube, niemand von uns, also Eder vielleicht. Na, wir geben sie erstmal Eder. Der kann sich mit der Keule mal befassen und sie genau untersuchen. Ich frage mich, hier geht es wahrscheinlich in die nächste Ebene. Es geht doch nach unten, die Treppe. Gut, und hier haben wir wieder Xaurips. Wer hätte es gedacht? Und wieder ein Tor, was sich ja förmlich anbietet für unsere Strategie. Ich bin fast am Überlegen, ob ich mal eine Falle lege. Das haben wir doch ewig, oder das haben wir noch nie gemacht. Machen wir mal so eine Pfeilfalle. Gegen Feuer sind die ja, glaube ich, oder Wurfspieß, welches denn gefährlicher? 22 bis 29 und die Wurfspießfalle 11 bis 14. Okay. Versuchen wir das glatt mal. Legen wir sie hin. Ich weiß gar nicht, ob Eder dann auch ob der auch Schaden nimmt von dieser Falle. Keine Ahnung. Wir legen sie jetzt mal einfach hier hin und wollen mal hoffen, dass wir das irgendwie noch unerkannt hinkriegen. 3 Xaurips. Und, was haben wir dort? Wieder ein Lindwurm. Na, der wird nicht in die Falle gehen. So, komm, jetzt leg sie schnell. Jawohl, okay. Und schnell zurück. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Darauf freue ich mich ja direkt. So, komm. Jetzt schieß mal gleich von hinten. Auch Durance. Wir schießen, wir feuern alle durch. Na, geh nicht so schnell. Ich will doch, dass alle da betroffen sind. Ha! Wir haben ihn vorher erledigt. Die Falle wirkt gar nicht. Walli muss mal ein bisschen weggehen. Jetzt komm, geh rein. Falle ausgelöst. 31 Schaden. Nicht schlecht. So kann es gehen. So kann es gehen. Okay. So, Alot, mach doch mal bitte einen Arkanenangriff. Und du legst sie mal nieder. Ich weiß gar nicht, können wir da auch... Gibt es da auch Friendly Fire bei den Fallen? Bin mir gar nicht so sicher. So. Und hau auf. Was ist hier mit Walli? Warum... Irrt er hier so sinnlos durch die Gegend? Ist Walli irgendwie verwirrt? Er ist gelähmt. Was ist denn schon wieder mit Walli los? Schießen sich die Lindwürmer immer auf Walli ein? Ey, es ist entsetzlich. Komm, wir müssen um die Ecke gehen. Aber wir sind gelähmt. Das ist ärgerlich. So, Alot hat seine Fähigkeit beendet. Schwer verletzt, vielleicht verletzt. Jetzt kann Walli sich verstecken und dann von da um die Ecke schießen. Das ist doch in Ordnung. Was? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Die Flamme ist hier rumgeflogen. Ich fass es nicht. Ah. Müssen wir schon wieder hier so einen Schnickschnack zaubern, um irgendwie einigermaßen klarzukommen? Los, komm, müssen wir schon wieder jetzt das Bollwerk zaubern. Und die gehen mal alle bitte gegen dieses Ding. Ist ja entsetzlich. Okay, du hast das Bollwerk. Und wo können wir dich denn hinschicken? Komm, geh doch mal dahin. Wir fliehen jetzt so richtig vor diesem blöden Lindwurm. Ja, sehr schön. Schwer verletzt.
Aber er wird wieder getroffen. Kann das sein? Der hat Lenkraketen, dieser Lindwurm. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Egal, wir ziehen dann mal hier einen Arkanzauber rein. Na, jetzt geht er zumindest auf Eder. Das ist gut. So. Ihr geht weiter bitte auf den Lindwurm. Und komm, beim nächsten Gewehrschuss müsste er eigentlich dran sein. Ah, Eder geht jetzt auch schon vor. Also, alle auf den Lindwurm. Dem Tode nahe. Puh. Gut, ging eigentlich. Wally hat ein bisschen was abgekriegt. Ach, ich habe ja ganz den Stufenaufstieg vergessen, Leute. Habe ich mich nicht wie versprochen mit befasst. Deswegen muss das jetzt noch warten. Aber ihr seht, wir kommen ja auch so einigermaßen klar. Naja. Vielleicht machen wir das insgesamt. Die anderen kriegen ja auch bald ihren Aufstieg. Okay, so. Wieder schleichen. Und vorangehen und speichern vor allem. Und da kommen wir möglicherweise schon in diesen mysteriösen Hauptraum hinein. Na sowas. Aber erstmal dieses Merkwürdige. Ist das eine Frau, die da am Boden liegt? Es ist seltsam. Ah, die nächste Falle. Bitte mal alle Stopp und Wally nach vorne. Gut. Das mit der Falle hat mir übrigens ganz gut gefallen. Das könnten wir öfter einsetzen. So, was ist denn hier los? Wir untersuchen sie mal. Das ist eine Leiche. Hand und Schlüssel. Eine einzigartige mittlere Rüstung. Ist ja großartig. Leider sehe ich nicht, was sie für Eigenschaften hat. Doch hier sehe ich plus 25 Verteidigung gegen verwirrt Angriffe, plus 20 Verteidigung gegen bezaubert Angriffe, plus 15 Verteidigung gegen beherrscht. Und plus 2 Schadensreduktion noch dazu. Dieser Brustharnisch wurde von Pefrel getragen, einem Paladin der gütigen Wanderer. Er ist mit einem eleganten Relief zweier Hände verziert, die einen Schlüssel präsentieren. Pefrel hat die Rüstung anfertigen lassen, um zu unterstreichen, dass er Pfade und Türen für jene öffnen möchte, denen die Reise ansonsten zu gefährlich erscheinen würde. Seine Hingabe an den Orden bestimmte zwar fast sein gesamtes Leben, doch Pefrel war auch ein treuer Anhänger des Gottes Berat, und Hand und Schlüssel erinnerten ihn daran, dass die letzte Tür, die er jemals öffnet, ihn in den Schoß des Gottes führen wird. Tja, und diese... Ist es eine Frau? Oder ein Mann mit komischen langen Haaren? Ja, die jetzt auf jeden Fall auch zur letzten Ruhe geführt, was auch immer. Pharamons Fluch. Dieses aufgerollte Stück Pergament ist voller verschmierter Kohlekritzeleien. Lass es mich mal schriftlich formulieren. Ich wusste von Beginn an, dass das ein beschissener Plan war. Merek war fröhlich wie ein Kleinkind und sich sicher, dass wir die Xaurips überzeugen könnten, uns beim Füllen unserer Taschen zu helfen. Wohl eher Andras direkt in eine große, tiefe Grube zu helfen. Und jetzt, jetzt seid ihr alle wie die Hasen davongelaufen. Währenddessen stehe ich hier bis zu den Achseln in Knochen und Xaurips-Scheiße. Ich hoffe, dass ihr alle hier unten verrotten werdet. Ich hoffe, dass Merek direkt über den Rand der Welt fällt und Draften den Rest seines winzigen Verstands verliert und den Rest von euch ausweidet. 5 von uns waren übrig und ihr rennt weg. Verflucht sollt ihr sein, jeder einzelne von euch. Ich verfluche euch, auch mich selbst, weil ich hier wegen ein paar wimmernden Jämmerlingen sterben werde. Und hier ist noch was für euch, falls einer von euch miesen Echsenbastarden jemals Erdiranisch lernen sollte. Hoffentlich erstickt ihr alle zusammen. Beim Füllen unserer Taschen, was meint er? Haben die ja einen Schatz gesucht vielleicht? Nehmen wir das mal mit. Haben wir das jetzt eingesteckt? Ja. Aber das will ich mir nochmal angucken. Wem geben wir das? Ist das gut für Eder? Eder hat jetzt eine schwere Rüstung mit... Die ist gut. Oder ist das... Eher was für Kana. Was hat der jetzt? Der hat eine Mittelrüstung. Oh ja, minus 35.
Der hat zwar diese zweite Chance, aber ich glaube, das Ding ist besser. Minus 40%. Tja. Eder oder Kana? Wisst ihr was? Ich glaube, ich gebe sie doch Eder. Die hat zwar ein bisschen... Ah, nee, komm. Kana. Schuldigt das hin und her. Wir tauschen das aus. Wow, das sieht ja richtig gut aus. Steht Kana, finde ich auch. Okay. Haben wir das geklärt. Speichern wir und gehen mal weiter. Ja. Hier ist nichts. Sondern nur dieser unglückselige Mensch, der von seinen Gefährten verlassen wurde. Sie waren auf der Suche nach... Tja, nach was? Werden wir das noch erfahren? Ich hoffe doch sehr. Wir kommen jetzt schon ein bisschen in den Zentralbereich. Aha. Und wir haben wieder Xaurips. Und wir werden Eder wieder hier vorne hinstellen. Und Walli wird nochmal... Das hat mir gut gefallen. Walli wird nochmal eine schöne Pfeilfalle aufstellen. Hier direkt vor ihrer Nase. Eder kommt dahin. Und die anderen drei gehen wieder so ein bisschen in den Rücken des Ganzen. Durance, Kana hierhin. Okay, kommt. Übrigens sollte ich Walli jetzt mal doch stärker mit einem Schleichfähigkeit ausrüsten. Denn wenn er immer nach vorne schleicht und Fallen legt, ergänzt sich das, glaube ich, ganz gut. So, prima. Das gefällt mir und jetzt könnte Kana eigentlich den ersten Schuss abgeben. Geht er jetzt in die Falle rein? Ist die für Feind... Nee, du darfst da nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Kann man da auch durchgehen? Er verfehlt. Unerhört. So, dann stell dich bitte hinten an. Und wir beginnen mit unserem üblichen Kram. Und er... Leute, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Lindwürmer ohne Ende. Und die Falle ist ausgelöst, macht nicht besonders viel Schaden. So, kommt. Die Fernkämpfer müssen wieder alle auf die Lindwürmer gehen. Und, tja, jeder muss einfach die hier wieder in Schach halten. So ist es. Und vor allem müssen sie ihre arkanen Angriffe mal auf die machen. Aber wir brauchen, glaube ich, auch wieder eine Rüstung. Eine Rüstung des Glaubens. Das ist etwas sehr Sinnvolles. Und Walli feuert einfach hier rauf. Tja, wir können es ja auch mal mit nekrotischer Lanze probieren oder so. Nee, feuern wir erstmal ganz normal hier rauf. Oh, Alad muss so weit gehen und das... Ma, das ist schlecht. Das ist schlecht. Wieso haben die Fallen entschärft? Das können die. Dann lass uns hier reinsetzen. Das gefällt mir besser. So. Okay, wir haben die Rüstung. Sehr gut. Und Gott sei Dank schießen sie diesmal gegen Eder, so wie es aussieht. Und Eder ist auch sogar gelähmt. Das machen die Xaurips. So, Durance kann jetzt auch wieder schießen. Was ist denn mit Kana los? Ach, verdammt. Den hat es ja voll erwischt. Wo ist der? Der steht dahinter. Die schießen gar nicht auf Eder, die schießen auf Kana. Das ist ja bitter. Jetzt die Frage, gilt das auch für sich selbst? Ich hoffe. Sonst ist Kana gleich erledigt. Der kann sich jetzt nicht so eine schönen Schutzdinge zaubern. Das ist bitter. Sonst muss Durance auch mal seinen Heilkram zaubern. Machen wir das mal. Und ihr beiden, na gut, ihr müsst dann doch mal vorgehen. Und hier den arkanen Angriff setzen. Aber es geht nicht, sie kommen da nicht hin. Der Weg ist versperrt. Aber jetzt, es ist riskant, da durchzugehen. Jetzt ist er im Kampf. Ist er im Kampf? Nee, komm, geh raus. Ja, Gott sei Dank. Puh. So, Durance.
Durens muss wieder schießen. Der Lindwurm ist erst nur normal verletzt. Das ist schlecht. Was ist denn hier? Der wird nicht gehalten. Das ist verdammt mistig. Komm, dann muss Kana jetzt mit seinem Schwert angreifen. Das darf nicht sein, dass der hier durchmarschiert. Ja, er ist gebunden. Okay. Ja, das heißt, wir können hier mit dem Fernkampf weitermachen. Oh, alles geht gegen Kana. Das geht so nicht. Regeneration. Puh. Aber Kana kann jetzt seine Gesänge machen. Und ich bin am Überlegen, was ist jetzt das Sinnvollste? Wie lange geht das? Nee, 7 Meter, das reicht nicht. Dann werden wir jetzt wieder die Skelette zaubern. Komm. Her mit den Dingern. Wie weit geht das? Oh, die bis hierhin. Ja, die können die Lindwürmer ordentlich beschäftigen. Ich hoffe, das geht. Gut, wir müssen aber Heilung. Wir müssen noch mehr Heilung machen. Oder wir machen einmal Verbot hier rein. Das wäre auch nicht schlecht. Jetzt ist schon wieder die Waffe unwirksam. Und Kana ist gleich total am Ende. Jawohl. Jetzt sind erstmal die Skelette da. Und Kana müssen wir in Sicherheit bringen. Aber der kämpft. Den können wir nicht einfach so rausziehen. Oder doch, die sind benommen, ne? Komm, Kana, geh mal raus. Was ist mit Kana? Ist der benommen? Der kann nicht. Irgendwie kann der nicht. Hier ist was Böses am Werke. Die sollten jetzt vielleicht mal angreifen, die Skelette. Das klappt hier alles nicht so. Ist nicht so gut gelaufen. Die Skelette sind die Waffen. Wahrscheinlich ist das Stichschaden oder was? Das kann natürlich sein. Ach nee. Hiebschaden. Egal, sie sind dort beschäftigt und das wollen wir. So, wir müssen die echt hier mal vorne erledigen. Ja, die sind... Komm. Gut, einen haben wir endlich. Einen haben wir. Puh. Jetzt hier alles, was wir haben, den. Und dann kann nämlich Eder nach vorne gehen. Kana. Achso, Kana wollte ich ja mal wegtun. Boah, Kana ist gleich hin. Warum kann der sich nicht selbst heilen? So, Kana ist bewusstlos. Das hatten wir auch lange nicht mehr. Ein Zeichen, wie hart das Ganze hier ist. Und wir marschieren jetzt hier rein. Wir marschieren hier rein und Durance auch. Und der macht dann mal wieder... Ah ja, jetzt sind wir hier komplett durchmarschiert. Okay, jetzt komm. Jetzt hau doch mal diesen Lindwurm um. Und Durance macht die ikonische Projektion. So, Vali beendet das. Okay, wo haben wir Alot? Alot hat da auch noch was. Ja, Alot hat auch noch was. Petto. Warum läuft jeder da hinten rum? Das kann nicht wahr sein. Ja, oh, jetzt geht's hier aber los. Jetzt wird hier gemetzelt, Leute. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Und nur noch einer ist übrig. Und den werden wir wohl in kürzester Zeit erledigen. Und die Skelette sind auch noch da. Herrlich. Puh. Wow. Kana sieht übel aus. Was ist nun passiert? Achso, das waren die Skelette. Und wieder haben wir Lindwurmflügel. Ich frage mich, was wir mit denen anfangen können. Gucken wir, was die dabei haben. Auch nur ein normales Zeug. Hier ist nichts Besonderes. Es sollte Kana jetzt mal sein Feldlazarett auf sich selbst anwenden. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich, bevor ich hier reingehe, nochmal raste. Im Prinzip sollte man das machen. Ich meine, man muss jetzt nichts riskieren. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun.
Wir gucken vorher noch mal hier rein. Das Öl kriegt Eder. Das Geld kriegen wir alle. Okay, liebe Freunde. Das haben wir geschafft. Wir stehen also jetzt kurz vor der Auflösung des Rätsels möglicherweise. Aber hier unten ist noch was. Da gehen wir noch mal hin. Oh, was haben wir hier? Einen guten Schuppenpanzer und eine gute Lederrüstung. Auch das wird sich nochmal genau angeguckt. Ah, jetzt habe ich was. Jetzt habe ich die eine Sache ins Lager getan. Egal, da müssen wir eh gleich drauf zugreifen. Ja, liebe Freunde, also ich werde nochmal schlafen gehen, bevor ich mich hier reinbewege in dieses blutverschmierte, diese blutverschmierte Halle. Es ist ja widerlich. Was wurde hier getrieben? Ich wage es mir gar nicht auszumalen. Nun gut. Und das nächste Mal, verspreche ich, werden wir zumindest Alot und Wally werden wir hochleveln. Das machen wir. Also, bleibt dran. Bis bald. Euer Steinballen.